Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, wie ihr im Titel sehen könnt, wir sind schwanger. Odin wird Papa. Wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Ich kann euch ja zeigen. So, ich habe mich für das Ultraschallbild entschieden. Das habe ich auch als Thumbnail genommen. Ich musste halt ein bisschen verfremden außenrum und so, dass man Namen nicht sieht und Arzt nicht sieht und sowas alles. Und ja, ich habe mich für das entschieden, weil da liegt das Kind so und so liege ich auch in meinem Bett. Fand ich halt cool. Einige von euch haben es ja schon mehrmals erraten, wo ich das beim Odinger Shoppen das Stillkissen mit drin hatte oder Frau hat mit einem Kreislauf und... Ja, aber wir konnten es halt noch nicht sagen, weil das bringt Unglück, wenn man es in den ersten 3 Monaten sagt. Man darf es erst nach 3 Monaten sagen. Und seit gestern vorgestern sind wir darüber hinaus, um ein paar Tage. Und ja, jetzt können wir halt eigentlich sagen, ich habe auch den Schwangerschaftstest noch, den heben wir auch auf, der wird ohne eingerammt. Ja, ihr seht, wir hatten eigentlich einen digitalen machen wollen, also Frauchen wollte einen digitalen machen, aber die hat sich für so eine entschieden, weil dann die digitalen gehen irgendwann die Batterie aus und weil sie das ja auch aufnehmen wollte und das hat sie mir halt zu meinem Geburtstag unter der Nase gerieben. Sie hat es ja logischerweise vor mir gemerkt, weil es ja ihr Körper. Und dann kam sie ins Bett und ich noch nicht ganz im Dunkeln, da hat man das noch nicht so ganz deutlich gesehen und hält mir das so vor der Nase. Ich hab's im ersten Augenblick irgendwie zu, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nichts gesehen, ich hab nicht mal meine Augen richtig aufgekriegt. Ich hab nicht mal meine Frau richtig gesehen, ich war nur... Weil ich bin ein kleiner Morgenmuffel, ich brauche dann immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich früh anlaufe. Ja, aber ich habe mich sehr gefreut. Wir haben ja nicht konsequent darauf hingearbeitet. Wir haben gesagt, wenn's kommt, kommt. Ja, aber haben es halt nicht geplant. Ist jetzt ein bisschen doof geplant, zeitlich ein bisschen doof wegen Umzug und die ganze Scheiße. Das sei ein bisschen später wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Frauchen meckert auch rum, Winterbaby wäre halt besser, wenn es ein Sommerbaby wäre. Weil sie jetzt durch Kreislauf im Sommer und wegen Klamotten kaufen, wir haben da einen Haufen Klamotten gekauft. Dann hat sie die erste Zeit diese Tabletten genommen. Die sind Pro-Baby, ich nenne mal Pro-Baby-Tabletten. Ich weiß nicht, was die machen. Irgendwie hat sie mir mal erklärt, irgendwie Nährstoffe und so ein Scheiß. Und jetzt hat sie aber andere Pro-Baby-Pillen. Weil jetzt nach den 3 Monaten irgendwie andere Nährstoffe braucht oder so. Ich fühle mich erleichtert, endlich nicht sagen zu können. Brauche keine Angst mehr haben, dass ich mich irgendwie verquatsche. Logischerweise muss ich dann, wenn es denn da ist, ein bisschen Abstriche machen mit dem Stream, weil wir wollen uns abwechseln. Also in der Nacht sie, in der Nacht ich und das müssen wir mal gucken, wie sich das alles einpegelt. Also werde ich nicht mehr jeden Abend streamen können, aber ich denke mal, das ist verständlich und ja, versteht er auch. Ich war auch am Überlegen, wo im Vorfeld, bevor ich dieses Video gemacht habe, ich mache das auch alles ohne Skript, ich quatsche einfach frei Schnauze, weil... Ich möchte das nicht skripten, ich möchte mir einfach frisch von der Seele weg, Leber wegreden, Seele wegreden, alles. Hatte ich mir auch überlegt, werde ich auch wahrscheinlich machen. Frauchen hat auch gesagt, das ist eine gute Idee. Ich werde wahrscheinlich im Odins Thron, also in meinem Zweitkanal, Odins Thron, werde ich wahrscheinlich so Vatervlogs machen. So, wenn so Sachen passieren, so tagsüber oder, also ich mache ja sowieso so spontan Dinger da, aber ich werde da dann auch mehr so noch zusätzlich diese Sachen machen, was ich so mitkriege. Ja, also, weil meine Frau verändert, also nicht nur der Körper von einer Schwangeren verändert sich, die Psyche verändert sich, die ganze Frau wird irgendwie anders. Was in manchen Situationen ganz schön beängstigend sein kann, aber auch in manchen Situationen voll süß. Also, als Tipp für euch da draußen, wenn ihr eine schwangere Frau habt oder wenn ihr plant, eine schwangere Frau zu haben, also wenn ihr, also ihr wisst, wie ich es meine, wenn ihr ein Kind kriegen wollt. Wenn ihr von A nach B wollt, früher habt ihr die kürzeste Strecke geplant. Damit könnt ihr euch komplett verabschieden. Ihr müsst euch nach den besten Klos richten. Also da, wo Klos sind. Ihr müsst die Strecke fahren, wo genug Klos sind. Weil was die P
Pinkeln rennt, das ist alle 5 Minuten, die kotzt ja auch schon an, meine Frau. Die meckert schon, ah, ich muss schon wieder, ich will nicht. Oh. Hat sie schon gesagt, ich nehme mir das Tablet mit auf Klo, wenn so was. Mein Kodi ruf oder was weiß ich, oder sie kann ja auch auf Fritzbox zugreifen und so was alles. Und da habe ich ja auch Musik und Filme auf der Festplatte. So oft, wie sie da ist, macht das wohl Sinn. Oh, Schwangerschaftsdemenz, noch so ein Ding. Sie gibt Schwangerschaftsdemenz und ich krieg's bei meiner Frau extrem mit. Ich sag ihr was und sie sagt eine Stunde später oder so, sag ich, wir wollten auch das und das. Nee, wollen wir nicht. Sag ich, hab ich dir doch erzählt. Nee, hast du mir nicht erzählt. Oder sie vergisst Sachen, die wir geguckt haben. Wir haben bei YouTube eine Doku geguckt und zum Einschlafen, also abends gucken wir halt immer ein paar Dokus bei YouTube. Und dann kam noch eine andere, also wir haben was über Weltall geguckt, dann haben wir was über UFOs geguckt, also kam so am Stück, Weltall, UFOs, und dann kam die gleiche Weltall nochmal. Und dann sag ich, das haben wir schon geguckt. Man macht das weg, nee, das will gucken, sag ich, das haben wir doch schon geguckt. Das haben wir noch nicht geguckt. Sag ich, Schatzi, das war vor der UFO-Doku eben, war die gleiche Doku schon mal. Nein, nein. Und dann, ach stimmt, hast du recht, das dauert aber eine Weile, bis sie dir einfällt. Gelüste, sie hat Gelüste auch. Und das ist gerade mal der Anfang. Kennt ihr diese Gläser mit Bolognese drin? So wie Onkel Ben's oder so, von Maggi oder so, gibt es so Gläser. Oder auch von Billigfirmen gibt es Gläser. Da ist fertig Bolognese-Soße drin. Glas auf, Topf rein, warm machen, Nudeln dazu, Spaghetti Bolognese. Fertig. Meine Frau isst das. Aber nicht, wie ihr denkt, jetzt Topf auf, Rinnentopf warm machen und dann mit einem Löffel nur Soße. Nein. Glas auf, dann nimmt sie meine Latte Macchiato Gläser, Löffel, die Plastelöffel, weil die sind schön lang, da kommt sie bis nach unten und dann isst sie das kalt. Und da hat die voll den Hieber drauf. Ist kurios. Und der Körper verändert sich. Die schönen dicken Dinger, die schön dick und rund waren, die sind jetzt noch dicker und runder, aber du darfst nicht ran, weil sie wehtun, weil sie spannen, weil sie wachsen. Die hat jetzt Vor kurzem hatten wir BHs gekauft, weil sie in ihre nicht mehr reingepasst hat. Mittlerweile haben wir extra gesagt, wir holen nur zwei oder drei haben wir geholt, weil bringt ja nichts, werden ja noch größer wahrscheinlich. Erstmal abwarten. Ja, da passt sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr rein. Also müssen wir wahrscheinlich die Tage jetzt, nächste Woche, nochmal los, nochmal neu holen. Oh. Den Kreislauf habt ihr ja mitgekriegt, habe ich ja schon oft genug gesagt. Nee, die ist nicht krankgeschrieben. Die ist, wie gesagt, die darf jetzt nicht mehr arbeiten, weil in ihrem Beruf halt mit wegen schwanger, wegen multiresistenten Keimen und weil sie mit Kacke und Pisse ja da auch zu tun hat als Krankenschwester, darf sie das nicht mehr machen. Also Berufsverbot, solange erstmal. Und oh, ich sehe das jetzt fängt es bei mir an. Und ja, Kreislauf hat sie. Kreislauf. Manche Tage geht's. Da hat sie dann so einen Tag, wo es relativ geht, wo sie ein bisschen was zu Fuß unterwegs ist. Auch innerhalb der Wohnung oder wenn wir draußen sind oder so. Und manche Tage kann die nicht mal laufen. Da kann die nicht rausgehen, nichts. Da liegt die einfach nur im Bett. Oder dann kommt sie mit ins Wohnzimmer, liegt sie auf der Couch. Ich bearbeite Videos. Und dann liegt sie da. Und dann muss ich ihr teilweise aber manchmal helfen auf Klo. Also ich bleib nicht dabei. Ich bringe sie halt nur ruf. Also zum Badezimmer, da ist ja die Wanne, da kann sie sich dann festhalten. Weil Kreislauf, also wirklich schwindelig, mit so Lichtblitzen, Sternchen vor den Augen. Und die Ärzte haben gesagt, ist halt so, das ist durchs Baby, das raubt halt die ganzen Säfte und Kräfte. Und das soll dann wohl besser werden. Heißt aber nicht, dass es wirklich besser wird, weil bei manchen wird es besser, bei manchen bleibt es bis zum 9. Monat so. Müssen wir gucken. Ja, das würde ich sagen, das wart jetzt auch erstmal. Ich bin wieder vom X zum U gekommen und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich freue, wie meine Frau sich freut. Dadurch, dass sie jetzt schwanger ist, so Streaming wird dann erstmal abgesagt. Das machen wir jetzt nicht, weil, wie gesagt, weil vergorener Fisch, schwanger, nicht so gut. Und errechneter Termin ist im Dezember, wo unser Kind kommen soll. Und dann wird sie ja stillen.
Eventuell, müssen wir gucken, weil manche Kinder nehmen ja irgendwie nicht die Brust, die wollen dann Flasche. Dann müssen wir abwarten, wie das bei uns aussieht und ob es klappt und wie lange und so. Wenn sie im Sommer noch stillen sollte nächstes Jahr, dann nächstes Jahr auch nicht. Aber wenn sie dann nicht mehr stillen sollte, dann machen wir das so Streaming nächstes Jahr im Sommer. Definitiv. Ja. Aber das steht halt noch eine Sterne, das müssen wir erstmal gucken, wie was die Zeit mit sich bringt. Oh, das tut gut, das endlich mal loszuwerden. Wir sind, wie gesagt, happy, freuen uns. Wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch für uns. Ich würde jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann das Video guckt. Gehabt euch wohl, ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.